darf ich vorstellen? Mein Flur. Und zwar in der oberen Etage. Und ich habe mir jetzt überlegt, weil das ja doch irgendwie ein Problem war mit den Katzen und den Hamstern, werde ich diesen Flur jetzt zum Hamsterflur machen. Hier habe ich nämlich die Möglichkeit, dieses wunderbare Freigehege aufzubauen und stehen zu lassen und die Hamster einfach nachts darin rumtouren zu lassen, ohne dass ich da irgendwas machen muss. Ich kann dann hier nämlich einfach die Türen schließen und die Katzen sperre ich sowieso nachts immer aus, weil die mich dann nachts ein bisschen nerven. Dann kommt hier die Tür zu und hier diese Tür auch und dann können die hier nämlich drin frei rumlaufen, wie sie wollen. Also nicht ganz frei, aber ich gucke jetzt erstmal, wie das funktioniert. Das Gute ist, ich habe nämlich hier Fliesen. Das heißt, da kann erstmal so nicht so viel dran passieren. Und ich kann ja hier die Tür zum Schlafzimmer, zum Badezimmer kann ich schließen. Und dann gibt es halt hier noch diese Schwebetür. Wenn die zu ist, dann ist da auch eine so kleine Lücke. Ich weiß nicht, ob das für Hamster groß genug ist. Könnte sein. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Ich meine, die sind ja jetzt schon relativ groß mittlerweile. Ich hoffe nicht. Ansonsten könnte man hier natürlich eventuell auch irgendwas vorstellen, dass sie da halt gar nicht rankommen. Aber grundsätzlich glaube ich, ist das eine ganz gute Idee, den Platz jetzt erstmal hierfür zu nutzen. Ich muss Gott sei Dank nicht an diese Tür ran. Da gehe ich eigentlich nie raus. Die ist die meiste Zeit geschlossen. Deswegen kann ich halt auch das Freilaufgehege einfach da in die Ecke stellen. Hier steht jetzt ein Schreibtisch, wo ich dann die Kisten draufstellen werde, von wo die halt normalerweise drin leben. Beziehungsweise das Terrarium von der Mama werde ich da, glaube ich, draufstellen und die Kisten unten drunter. Und ich habe sogar jetzt auch noch einen zweiten Auslauf bestellt, der könnte dann hier noch hin, sodass halt auch beide Gruppen nachts dann draußen bleiben können und halt sich ein bisschen bewegen können. Weil die tun mir echt leid. Die sitzen halt jetzt in diesen total kleinen Mini-Boxen und ich merke halt, dass die nachts ziemlich am Rad drehen. Und ja, das sollte natürlich jetzt nur eine Übergangslösung sein, aber ich merke, es zieht sich leider. Und die Vermittlung gestaltet sich auch schwierig, von daher muss ich jetzt langfristige Lösungen finden. Und ich habe jetzt auch schon angefangen, mir Gedanken über andere Gehege zu machen, sodass ich die Babys im Notfall auch länger unterbringen kann. Aber jetzt erstmal zum Umbau des Flures.
fertig, ist schon mal ein kleiner Auslauf. Kommt jetzt noch natürlich ein bisschen Futter und Wasser rein. Und ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich noch ein paar Häuschen oder irgendwas, was ich noch reinstellen kann, dass die noch ein paar mehr Verstecke haben. Aber so ist das rudimentär erstmal schon mal ganz gut. Und die haben ein bisschen die Möglichkeit, sich auszupowern, das war mir wichtig. Ja, dann muss ich jetzt gleich nur noch die Tierchen hochholen. Achso, ja, hier war noch so ein Ding. Das habe ich bekommen mit der Mutter, aber das werde ich nicht benutzen, weil das Nadelholz ist. Leider werden die ganz oft verkauft für Hamster und so weiter. Das Ding ist aber, diese Teile, ja, Nadelholz, es harzt halt, ne? Und es gibt halt Berichte, dass das bei Hamstern dazu führt, dass die Backentaschen irgendwann verkleben. Und ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das wirklich passiert, aber ich will halt kein Risiko eingehen und deswegen werde ich dieses Ding halt nicht benutzen. So, nochmal Weitwinkel. Jetzt nochmal eine abschließende kleine Tour von dem Hamsterflur. Hier oben, das ist die Box von den Mädels, wobei ich die halt jetzt in dem Freilauf lassen werde über Nacht. Weil die halt zu dritt sind und die haben bisher am wenigsten Platz, aber solange die sich halt gut verstehen, würde ich die halt gerne zusammenlassen. Und deswegen sind die dann jetzt hier drin. Ich habe jetzt auch Futter und Wasser und alles dazu gepackt. Und die haben jetzt alles Wichtige, was sie eigentlich brauchen. Sie haben Verstecke, eine kleine Buddelbox, ein Sandbad und zwei Laufräder, damit sie sich ein bisschen auspowern können. Und die Mama hier habe ich jetzt einmal frisch ein bisschen, also das Sandbad habe ich einmal sauber gemacht, weil sie nutzt das als Klo. Und die hat ja ihr eigenes Laufrad, sodass sie sich zumindest da drinnen ein bisschen auspowern kann. Ich kann die halt leider nicht mehr zusammensetzen, weil die Babys, die sind jetzt zu alt, die Mama akzeptiert die nicht mehr. Sonst hätte ich halt theoretisch die Mutter einfach zu den Mädchen gesetzt. Aber das funktioniert leider nicht. Und hier unten ist noch der kleine Junge drin. Der kriegt jetzt auch noch ein neues Sandbad, weil der hatte auch reingepullert. Also die kriegen alle jetzt ein neues Sandbad. Der lässt sich aber gerade nicht blicken. Ja, und sobald halt der zweite Auslauf da ist, kann der dann auch noch hier raus. Und ja, dann ist das jetzt erstmal so das Provisorium. Wobei er schon einen Interessenten hat, also der, es ist ein bisschen eng hier, deswegen kann ich nicht so wirklich gut laufen. Er hat jetzt schon, ja, man sieht ihn halt nicht, weiß nicht, wo er ist. Er hat schon einen Interessenten, deswegen kann es gut sein, dass er jetzt in 2 Wochen dann vermittelt wird. Das heißt, allzu lange müssen die das jetzt auch in diesem Zustand nicht mehr aushalten. Ich hoffe halt, dass es das jetzt relativ schnell geht. Ich bin aber schon dabei, halt wie gesagt, provisorische oder größere Gehege zu bauen. Ich werde ein Kallax-Regal umbauen, sodass die alle eine Etage kriegen. Und das heißt, wenn das jetzt länger dauert, dann haben die es da auch ein bisschen schöner. Ja, so viel dazu. Ja, und das Gute ist, das kann ich jetzt über Nacht so lassen. Und Mami läuft da in ihrem Rädchen. Der Bub hat jetzt leider keins. Ich könnte natürlich eins von denen in die Box stellen, aber das Ding ist, dass die Mädels sich gerne streiten um die Räder und deswegen ist es mir lieber, wenn die jetzt zwei da drin stehen haben. Ich muss halt noch mehr besorgen, aber gerade diese Räder von, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Getsu oder Rudipad ist, eins von beiden, ich glaube Getsu, aber ich bin mir nicht sicher, die sind schweineteuer und ich kaufe die halt nur gebraucht, weil ich halt keine 40 € für 5 Räder ausgeben kann, also pro Rad.
Deswegen läuft gerade alles irgendwie über eBay Kleinanzeigen und das ist natürlich etwas schleppend. Ja, aber ich tue mein Bestes. Ich glaube, dass es auf jeden Fall besser ist als alle Hamster in dem Ding. Und ich bin auch wirklich froh, wenn die Mama da endlich raus kann. Also die hat jetzt lang genug da drin gesessen. Ich hoffe, dass ihr Gehege am Ende umso mehr gefällt. Es müsste jetzt eigentlich innerhalb der nächsten Woche kommen. Aber leider lässt sich der Lieferant da auch unheimlich viel Zeit mit. So, Kelly, du gehörst hier gar nicht hin, ne? Du gehörst hier gar nicht hin. Nein, nein, nein. Nein, 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 Kelly. Raus mit dir. Raus. Raus, habe ich gesagt. Komm gar nicht in die Tüte. So, jetzt hört man natürlich auch schön die Waschmaschine. Die ist nämlich nebenan in der Waschküche. Aber das war es jetzt erstmal zu dem Update hierzu. Bis demnächst. Hi, da bin ich wieder. ich habe jetzt den zweiten Auslauf bekommen und muss das jetzt hier nochmal ein bisschen umgestalten. Ich habe nämlich ein Problem festgestellt. ich habe jetzt die beiden Boxen hier einfach so reingestellt, weil ich hatte vorher dieses Abtrenngitter oben auf den Boxen drauf, damit die Katzen nicht rankommen. Die Katzen sind ja jetzt hier nicht drinne und die können hier auch nicht mehr rein. Und dann habe ich das einfach weggelassen. Und ja, ich hatte jetzt aber das Problem, dass die Hamster tatsächlich es geschafft haben, zwei von den Mädels hier irgendwie aus dieser Box zu kommen. Und ich gehe davon aus, dass die, weil die hatten hier noch so diese Brücke, die stand hier. Und ich glaube, die sind von der Brücke dann hier auf diesen Vorsprung und dann halt hier drüber. Und dann sind zwei davon mir hier entgegengekommen, als ich reinkam. Und das war mir jetzt doch etwas zu heikel, weil wenn der Junge das da hinten auch schafft und die sich hier treffen, dann gibt es wieder 10 Millionen Babyhamster und das brauche ich gar nicht. Deswegen wird jetzt hier noch mal ein bisschen umgebaut. Der zweite Auslauf wird noch aufgestellt. Ich werde den Tisch jetzt auch ein bisschen verschieben, dass der hier vorne steht. Und die Boxen stelle ich dann wieder so nebeneinander, dass ich die mit dem Gitter abtrennen kann, sodass die halt nicht da irgendwie rauskommen. Genau, ich mache jetzt mal hier die Tür bollert ein bisschen, weil das Fenster auf ist. Ich lasse das jetzt mal hier offen, weil dann kommt auch ein bisschen mehr Licht rein. Ja, und los geht's.
Meine Güte. Noch ein bisschen Krieg und Ärger steht das, der zweite Auslauf jetzt auch. Ist das ärgerlich. Von diesem Brett hier, diese Haken, wo das hier eingehakt wird, also beziehungsweise das ganze Brett, ist ein ganz klein bisschen dicker als das andere Brett, also die andere Seite. Dadurch musste ich das jetzt mit Gewalt da reinhämmern, weil das sonst nicht gepasst hätte. Aber das jetzt nochmal reklamieren, war mir auch zu blöd. So. Himmel hilf, ey, das war jetzt anstrengend. Ja, ich habe auch hier nochmal geupdatet, wie man sieht. Die Mädels haben nochmal ein paar Sachen dazu bekommen, beziehungsweise ich habe ein paar Sachen ausgetauscht. Und so ähnlich werde ich das jetzt hier drüben auch machen für den Jungen. Und dann haben die jetzt nachts immer einen permanenten Auslauf. Und das Rädchen von seiner Box, was da jetzt so provisorisch drin steht, kann dann auch in den Auslauf, weil tagsüber nutzen die das in der Regel nicht, dann schlafen die ja. Und so haben sie dann nachts oder tagsüber ihre Schlafboxen hier und nachts dann. Oh, es ist komisch, wenn man von nachtaktiven Tieren spricht, muss man sich erstmal umgewöhnen. Ja, und jetzt muss ich das nur noch einrichten. Dann mal gucken. Ich habe hier noch so ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe auch noch so eine kleine Schaukel übrig. Da habe ich überlegt, die hier ranzumachen. Muss nur mal gucken, ob ich dann von hier unten so Häkchen reinmachen kann und ob das dann passt. Dann würde ich das Ding nämlich einfach damit reinstellen. Und dann habe ich noch so neue Höhlen und ein paar Spielbälle und so besorgt. Ja, und hier habe ich halt auch noch ein bisschen was übrig an Zubehör. Das kann ich jetzt alles noch verarbeiten. Und dann zeige ich euch gleich, wie es fertig aussieht. So, da sind wir wieder. Der Auslauf ist jetzt auch eingerichtet mit so dem Wichtigsten. Sandbad, Futter, Laufrad, Höhle. Ich habe ihm jetzt die Wippe gegeben, weil die Mädels haben drüben auch noch eine, bei diesem kleinen Häuschen da hinten. Das ist auf Dauer ein bisschen klein für Mittelhamster, also ist eher was für Zwerge, aber wer weiß, vielleicht habe ich ja davon auch mal irgendwann einen. Ja, und hier sind jetzt die Herrschaften, die wachen auch langsam auf. Und sie gehen jetzt auch langsam auf Futtersuche. Das Futter habe ich aber jetzt auch schon rübergestellt, deswegen können die jetzt auch schon. Upsi! Kackt mir hier der Tripod ab. Können die auch langsam rüber. Und ich mache es immer so. Ich nehme immer diese Kokosschale und drehe die rum und das benutze ich dann als Hamstertaxi. Allerdings brauche ich da meistens zwei Hände für. Deswegen muss ich euch mal kurz irgendwo abstellen. Denn wenn ich da jetzt einfach reingreife, finden die das nicht so geil. Und die sind dann auch immer ein bisschen scheu. Deswegen gucke ich mal, wie ich euch jetzt hier kurz befestigt kriege. Ich hoffe, ihr könnt jetzt einigermaßen sehen, was ich hier mache. Ach, guck mal, bist du da schon reingeklettert? Das ist ja schön. Alles gut. Na komm. Ich kann mir das Häuschen da jetzt auch noch mit reinstellen. Dann hast du noch eine zusätzliche Höhle. Nicht hier so. Und dann setzen wir noch die Mädels um. Einmal Taxi Express. Ja, komm. Komm rein. Sehr schön. Und hier wieder raus. Wunderbar. So, jetzt noch die anderen. Wollt ihr auch rüber? Komm. Und hier wieder raus. Die Höhle stelle ich da auch mit rein. So. Können wir einmal sehen, er ist gerade da in dieses Röhrchen gelaufen.
Für ihn ist das jetzt aufregend, weil das ist sein erster Tag im Auslauf. Der hatte ja bisher leider noch keinen. Aber er ist ja auch schon reserviert. Der Schutzvertrag wurde unterschrieben. Ich habe auch schon eine Anzahlung bekommen. Das heißt, er wird nächste Woche in sein neues Zuhause ziehen mit einem ganz tollen großen Gehege. Ja, und er muss aber jetzt sich erstmal daran gewöhnen und dass ich jetzt hier stehe, macht es halt auch nicht besser. Aber wir können mal rüber zu den Mädels. Die sind nämlich schon ein bisschen mutiger. Da haben wir eine. Ich habe jetzt auch in beide Ausläufe so eine Ecktoilette reingestellt, in der Hoffnung, dass die zum Pipi machen nehmen und nicht das große Sandbad. Aber das weiß man bei Hamstern nie. Aber tendenziell pinkeln sie gerne in Ecken. Habe ich schon festgestellt. Sie nutzen halt sonst in der Box auch immer das Sandbad, was da drin steht. Und ja, ich probiere das jetzt mal aus. Na, da war noch nichts. Ja, was halt ganz süß ist, gestern habe ich denen diese Kokosnuss da reingestellt. Und eine von denen hat dann aus der anderen Ecke das Heu geholt und sich das da reingetragen und hat dann da drin geschlafen. Das war auch ganz süß. Ja. Also hier ist jetzt noch nicht so viel Action. Die sind noch nicht ganz wach, das kommt noch. Mitten in der Nacht, wenn ich dann schlafe, dann ist hier Rambazamba. Und dann gehen die ab wie Schnitzkatze. Das hört man dann auch, weil die Räder dann sich drehen. Also das hört man ein bisschen. Die Holzräder, die sind von, ich glaube, eins ist von, nee, das ist auch Rodiped. Und ich glaube, das andere, was sie hat hier, ist auch Rodiped. Ja. Da sieht man es. Genau, also es gibt halt ein paar Marken, die sind ganz bekannt für diese Räder. Das sind halt Rodiped, Getsu. Wovon das ist, weiß ich gar nicht, aber die sind auch relativ beliebt, weil die aus Plastik sind und man kann die auswaschen. Und die sind halt auch echt gut, weil die sind auch mitunter die einzigen, die halt entsprechend große Räder herstellen, mit mindestens 27 Zentimeter. Was zum Henker? Ich dachte, Hamster klettern nicht. Was wird denn das? Oh, das ist aber jetzt gefährlich. Wenn sie versucht, da hochzukommen, muss ich das, glaube ich, wieder rausholen. Eigentlich wollte ich ihr das nur so als Knabbermöglichkeit reinmachen. Aber wenn sie da jetzt versucht hochzukommen und runterfällt, das sind schon mehr als 10 Zentimeter, da könnte sie sich auch verletzen. Ach, Schätzelein, muss das denn sein? Komm mal runter. Ja, komm mal runter. Das möchte ich aber nicht. Dann bekommst du das dann nur so rein. So. Ich leg dir das hin. Dann kannst du daran knabbern, aber dir kann nichts passieren. Ich weiß, es ist dir zu wenig Platz, es tut mir auch leid, aber dein Gehege ist bald da. Ich habe eine Nachricht bekommen, es soll am Montag kommen. Heute ist Samstagabend, das heißt noch 2 Nächte, zweimal schlafen, dann kommt dein großes Gehege. Und dann werde ich das natürlich schnellstmöglich einrichten und hoffen, dass ich sie dann schnell umziehen kann, weil diese Scheiße, ey, das ist echt. Ich kann mir das auch eigentlich kaum angucken, aber ich habe gerade keine andere Alternative. Ich meine, ich hätte natürlich jetzt auch 3 von diesen Dingern kaufen können, aber das passt hier auch alles nicht rein. Und vor allen Dingen, was mache ich dann später damit? Und deswegen habe ich mir gedacht, vorübergehend müssen wir da jetzt mit leben. Und dann ändern wir das so bald wie möglich und dann hat sie 2 Meter Gehege nur für sich. Ich glaube, da freut sie sich drauf. Da kriegt sie dann auch eine richtig, richtig große Sandecke und nicht nur so ein Schälchen, ne? Dann kriegst du ein richtiges Sandbad. Ganz, ganz großes. Ich habe sie getauft übrigens. Sie heißt Penny. Ja.
Und ja, die anderen, die haben keine Namen und da will ich mich auch nicht so wirklich dran binden, weil ich eigentlich den Plan habe, die nicht zu behalten alle. Also er ist ja wie gesagt schon reserviert, aber die anderen drei, da habe ich noch keine Abnehmer für und noch keine Interessenten. Und wenn ich ganz viel Pech habe, bleibe ich halt drauf sitzen und dann muss ich mir für die auch noch was einfallen lassen. Ich habe jetzt zwar schon was besorgt, was ich halt im Notfall umbauen kann, aber ich werde jetzt halt noch ein bisschen abwarten in der Hoffnung, dass bis zur Abgabe, also bis zum Abgabetermin, die dürfen halt frühestens nächsten Samstag raus, dass bis dahin sich noch jemand finden lässt. Ja, aber das war es jetzt erstmal. Hier die Boxen stehen jetzt so, dass ich da tagsüber dann das Gitter wieder drauf machen kann, sodass die auf keinen Fall da rauskommen und nicht irgendwie sich hier treffen und wie wild verpaaren. Das wäre ganz schlecht. Und wenn das Männchen jetzt einmal weg ist nächste Woche, ist das halbwegs egal. Aber ich habe auch schon festgestellt, Mutter und Tochter oder Mutter und Töchter geht auch nicht mehr. Sobald die einmal getrennt sind, ist das vorbei. Und dann fangen die nämlich an, sich zu zoffen. Und das müssen wir auch nicht haben. Das heißt nämlich auch, dass sobald er jetzt vermittelt ist, bekommt die Mama den Auslauf und darf dann stattdessen da rein. Ja, und das war jetzt auch der Hauptgrund, warum ich jetzt nicht noch einen gekauft habe, weil ich gedacht habe, komm, die eine Woche, das schafft es jetzt auch noch. Und dann wird es alles hoffentlich besser. Hello und willkommen zurück. Hier ist jetzt die nächste Baustelle. Das habe ich euch ja im letzten Teil schon gezeigt. Hier war so ein bisschen die Unterbringung für die Babys. Die Mutter ist mittlerweile umgezogen. Das hier ist also jetzt leer. Das hier ist auch leer, weil den Sohn habe ich vermittelt. Und jetzt sind nur noch die drei Mädels übrig. Entschuldigt bitte, meine Waschmaschine läuft gerade. Die jetzt noch hier drin sind. Allerdings muss das auch dringend sauber gemacht werden. Deswegen habe ich jetzt überlegt, weil ich nämlich auch gemerkt habe, wie man da hinten schön sehen kann, dass mit der Unterlage, das war eine gute Idee, aber hat nicht gut funktioniert, weil die Hamster das halt kaputt beißen. Deswegen werde ich das jetzt weglassen, werde auch diesen Teil hier rausräumen und dann beide Gehege aneinander stellen und diese Türchen hier rausnehmen, damit ich das verbinden kann. Und dann haben die halt mehr Platz und dann werde ich halt diese Unterlage da weglassen und das einfach auf dem Boden lassen. Ist ja Fliesen, da passiert also sowieso nichts. Und weil ja, die halt kein Stroll zum Buddeln haben, weil sie das mit diesem Schälchen da, das haben sie nicht wirklich angenommen, habe ich jetzt überlegt, ich werde halt eine etwas flachere Box wie diese hier. Ich habe noch hier so, wie hier oben, solche Boxen habe ich noch. Da werde ich dann einfach ein bisschen Streu rein tun und stelle das dann hier mit rein und dann können die da über die Etage dann reinklettern. Aber so halt, dass sie nicht über die Abgrenzung kommen, weil ich möchte nicht, dass die halt irgendwie jetzt frei rumlaufen. Ja, das ist so jetzt mein Projekt für gerade und da werde ich jetzt erstmal mit anfangen.
Das erste Gehege steht. Hier sind jetzt diese Türchen drin. Und die sind halt nur an vier Stellen hier noch wirklich fest drin. Man kann das also einfach raussägen. Und ich habe mir auch schon überlegt, was ich mache, wenn ich das doch wieder zumachen muss. Da werde ich das dann wieder verwenden, sodass ich die einfach wieder anbringen kann. Vielleicht mit Magneten oder so, da überlege ich mir noch was. Aber ich werde diese Türen halt jetzt einmal sauber raustrennen und dann aufheben und dann mal gucken. Jetzt habe ich gerade irgendwie ein anderes Problem entdeckt. Denn scheinbar ist der Boden hier nicht richtig gerade, wodurch diese Wand hier hochgedrückt wird, wie man sieht. das ist blöd. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch ein bisschen... Okay, wenn ich es so schiebe, dann geht's. Ich hoffe, dass das andere Gehege... Das müsste aber noch passen. Ich wollte es eh nicht hier ganz in die Ecke schieben, damit man hier noch ein bisschen Platz hat zum Rein- und Rausgehen. Aber so müsste es dann klappen. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Türen... Ist das genau in der Mitte? Weil dann müsste das ja mit dem anderen Gehege passen. Das habe ich ja gebraucht, gekauft. Und die Vorbesitzer haben da sogar so eine Platte vorgeschraubt. Die muss ich dann jetzt noch abmachen. Weil deren Hamster da halt auch an der Tür rumgenagt hat. Ja, und dann muss ich das hier noch sauber machen. Aber ich müsste jetzt erstmal dann die Hamster umsetzen, damit ich das hier zu Ende machen kann. Hamster-Taxi. Es ist vollbracht. Natürlich, wie ich befürchtet hatte, dank Augenmaß, ist dieses Loch nicht in der Mitte, sondern ein bisschen weiter zu einer Seite, weswegen die Türen jetzt versetzt waren. Das habe ich jetzt gelöst, indem ich halt diese Seite hier einfach umgedreht habe. Und dadurch sind die Eingänge jetzt auch tatsächlich genau auf der gleichen Höhe. Ja, und so haben wir jetzt ein ziemlich großes Gehege mit 2 Meter mal 75, was ich dann jetzt wieder einrichten werde. Und dann kann ich mich hier diesem Chaos widmen. Das wird noch spaßig. ich werde wahrscheinlich als Dauerlösung mir was anderes überlegen müssen, weil ich jetzt nicht weiß, wie lange das noch dauert mit der Vermittlung. Denn ich will die ja eigentlich nicht alle behalten, aber versuche halt irgendwie was zu finden, was halbwegs annehmbar ist. Ich glaube, von der Fläche her ist das schon ganz gut. Wie gesagt, die brauchten jetzt noch nur irgendwie eine Buddelmöglichkeit und das werde ich jetzt dann entsprechend mit einbauen.
Ich glaube, ich habe alles. Sorry wegen dem Licht, es ist hier ein bisschen dunkel. Ja, wie gesagt, also ich muss noch mal betonen, dass das natürlich keine Option zur Dauerhaltung ist in dieser Weise. Denn die brauchen halt eigentlich deutlich mehr Einstreu zum Buddeln. Das war jetzt meine Lösung, um denen zumindest ein bisschen die Möglichkeit zu geben. Ich kann halt so eine große Box da schlecht reinstellen, weil der Rand halt zu hoch ist und ich dann nicht weiß, wie die da rein und rauskommen sollen, ohne sich einen Hals zu brechen. Denn man muss halt auch immer die Fallhöhe mit einrechnen und damit die sich halt nicht verletzen können, ist es dann jetzt eher so eine flache Box geworden. Ja, aber grundsätzlich ist es halt erstmal alles, was sie zum Leben benötigen. Ne? Also es gibt was zum Buddeln, es gibt Heu, es gibt Höhlen, Sandbäder, Toiletten, Laufräder, Spielzeug, Blüten, Bad, Futter, Wasser natürlich. Und ja, damit müssen die Herrschaften dann jetzt erstmal vorlieb nehmen. Auf dem kalten Boden ist es natürlich jetzt auch nicht so prickelnd, deswegen wollte ich halt unbedingt dann nochmal so eine Streubox mit einbringen, damit die es halt auch warm haben. Wobei, also hier ist es nicht kalt drin, ne? Also meine Wohnung ist beheizt, das heißt, die haben natürlich auch ziemlich muckelige Grundtemperatur von 20,5 Grad. Also von daher ist das jetzt nicht kalt oder so, ne? Also der Boden ist jetzt auch nicht wirklich kalt. Naja, dieses Rad ist halt richtig kacke. Das würde ich eigentlich gerne ersetzen, aber ich will jetzt auch nicht wieder ein neues kaufen, weil kostet alles Geld. Aber das ist richtig nervig, weil ich das nachts immer höre, auch wenn ich die Tür zumache. Da sind diese Holzräder deutlich besser. Ja, also ich werde jetzt mal die Viecher hier einsetzen und dann da hinten das Chaos sauber machen. Und ja, hoffe, dass sie sich jetzt nicht verzanken, weil es ist alles ihr altes Streu, alles alte Sachen, die sie auch benutzt haben. Ich habe jetzt nur den Sand sauber gemacht und die Toiletten frisch gemacht. Aber in diesem Streu ist auch immer noch ihr Köttel und alles mit drin, damit die das immer noch als ihres erkennen. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn man so vorwerkt, dass die dann sich nicht mehr akzeptieren irgendwann, was halt echt schlecht wäre. Ich meine, das wird irgendwann kommen. Aber solange es geht, würde ich die halt eigentlich gerne zusammenlassen. So, kommt mal her, ihr Muckels. Ja, ihr braucht es euch gar nicht bequem machen hier, weil ihr bleibt hier gar nicht drin. Das ist ja, das haben wir ja etabliert, dass das Ding einfach zu klein ist, gell? Möchtet ihr mal wieder zurück in euer Taxi gehen? Ja, das macht ihr fein. Nein, nein, bleib drin. Nimm deine Schwestern mit. Ja, das wird jetzt wieder ein Akt, ne, euch da reinzukriegen. Oh mein Gott, ihr seid so süß. Aber ihr seht auch alle gleich aus. Ich habe keine Ahnung, wer wer ist. Ich kann die nicht unterscheiden. Es sind halt drei Mädels, die sehen alle exakt gleich aus. Das kleinste Mädel hat gut aufgeholt. Ich weiß nicht, welche es ist. Ich glaube sie, weil sie immer noch ein Ticken kleiner ist als die anderen. Aber ich, also könnte ich mich auch toll... Welche habe ich denn jetzt gesagt? Die? Oder die. Also die ist ziemlich groß, dieses nicht. Es könnte diese kleine Dame hier sein. Oder sie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind jetzt alle fast gleich groß. Ich sehe keinen Unterschied mehr. Für mich ist das ein Ei gleich dem anderen. Ja, und die sehen halt auch alle genauso aus wie die Mutter, mehr oder weniger. Deswegen macht es halt also für mich noch weniger Sinn, die jetzt alle behalten zu wollen. Ich meine, es kommt jetzt nicht aufs Aussehen an, ne? Aber wie das also ist. Man kann nicht alle behalten. Deswegen wäre es halt schon schön, wenn die noch ein Zuhause finden würden. Shoutout, sollte jemand das sehen und gerade einen Hamster suchen an Raum NRW. Sagt Bescheid. Meine Daten sind in der Infobox. Ihr könnt mich gerne anschreiben. So, ziehen wir jetzt wieder um. Ich habe Hamster in einem kleinen Schälchen. Die sind so süß. Raus jetzt hier, Kiwi. Du hast hier gar nichts verloren. So. Dann setzen wir euch mal direkt hier ab. Und dann könnt ihr von da aus nochmal alles begutachten.
Ja, diese Schale kann ich euch eigentlich auch noch mal reinlegen, vielleicht als Keramik versteckt, damit es noch ein bisschen. So, dann lege ich das damit rein. Und so. Da habt ihr eine Leiter, ne? Ihr müsst da nicht runterstürzen. Das wird ein bisschen dauern. Die sind jetzt natürlich erstmal verwirrt, vor allen Dingen, weil das ist jetzt auch tagsüber, die haben eigentlich geschlafen. Aber wenn ich das immer nachts mache, dann beschweren sich die Nachbarn. Deswegen so Räumereiaktionen muss ich halt dann leider tagsüber machen. Aber solange man das nicht jeden Tag macht, sondern nur, wenn es nötig ist, können sie damit leben. Und dann dürft ihr auch gerne gleich wieder schlafen. Bis dann! Ja, das war es jetzt erstmal an dieser Stelle. Das ist das Update des Updates. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, für die drei noch ein schönes Zuhause zu finden.